Guten Morgen aus Lenk. Heute geht's in Richtung Deutschland. Genauer gesagt zu dem Berggasthof Breger in Breg. Das liegt bei Todtnau im Schwarzwald. Aber heute passiert nicht viel. Heute gibt's nur Autobahnspulen. Und dann nochmal kurz im Aldi in Deutschland ein bisschen Getränke fassen wieder. Mein Wasser ist nämlich jetzt aus. Nur vom Bier kann der Mensch auch nicht leben. Doch, eigentlich schon. Die Bierdiät hat bei mir aber auch nichts gebracht. Dann werde ich da im Aldi noch ein bisschen shoppen gehen. Und dann geht's weiter Richtung Berggasthof. Aber ich werde auch da wieder sicher ein paar Schritte nochmal wandern. Kaiserwetter in der Schweiz. Und ganz schön viel Verkehr hier. Ja, da hinten denke ich mal, das ist das Tal, wo es Richtung Eiger geht. Eiger Nordwand. Ja, wenn ich das hier wieder alles so sehe, kann ich mir den Film schon wieder reinziehen. Ja, aktuell haben wir schon 21 Grad wieder. Die Sonne ist draußen und brennt wieder auf dem Planeten. Aber angenehm zu fahren. Also ich muss sagen, die Schweiz, die hat so schöne Holzhäuser. Boah, das ist so schön. Also ich könnte hier permanent Fotos machen. Ist schon Wahnsinn. Und an was ich mich auch hier gewöhnen könnte, sind die Kartentankstellen. Das ist eigentlich total easy. Obwohl die eine Schweizer Tankstelle, die hat jetzt eben meine EC nicht angenommen. Aber ich glaube, das ist deswegen, weil es hier in der Schweiz ist, nehme ich mal an. Da oben sind auch Dörfer drauf. Sieht aus wie bei der Heidi. Das Dörfli da oben. Geil. So, eingekauft habe ich. Jetzt habe ich Hunger. Jetzt mache ich irgendwo Mittag und schaut euch das an. Der schöne Schwarzwald. Ich bin wieder in Good Old Germany. Ich habe auch nur noch 39 Kilometer bis zu meiner Unterkunft. Deswegen, ich kann mir noch ein bisschen bis 16 Uhr die Zeit verdrödeln. Aber das ist kein Problem. Wenn ich jetzt irgendwo hier einen Schattenparkplatz finde, dann flöze ich mich da auf eine Bank. Esse meine Snacks und trink mal was. Also bei der nächsten Reise, wenn ich so Autobahn baller, da brauchst du schon was zu trinken unterwegs. Da wäre so ein Trinkrucksack nicht ganz verkehrt, weil ich habe es jetzt gleich schon am Kopf gemerkt, dass ich ein bisschen zu wenig Wasser getrunken habe. Boah, was eine Schlucht! Was eine geile Schlucht! Ach Mann, nichts im Schatten. Ey, geil! Voll geil! Alter, der steht hier mitten in der Gasse. Die Wohnmobilfahrer. Also sowas.
alles in der Sonne. Ich will nicht in die Sonne. So, ich bin wieder in Deutschland im Schwarzwald, 20 Kilometer vor meiner Unterkunft. Habe ich mir noch einen kleinen Snack gekauft. Jetzt mache ich eine schöne Pause, genieße diese Aussicht hier. Das habe ich gerade hier entdeckt. Da oben eine schöne Bank im Schatten beim Martal. Geil. So, und hier lässt sich's doch vorzüglich aushalten und die Zeit totschlagen, bis ich in die Pension kann. Schade, dass der Gasthof heute und morgen Ruhetag hat. Kann ich mir nicht mal einen Biergarten. Aber egal. So, jetzt geht's zum Berggasthof. Zum Breger Berggasthof. Witzig, da habe ich jetzt auf einer Bank gewartet, weil der Gasthof gemeldet hatte, erst ab 18 Uhr kann ich einchecken. Ja, und da ist das auch ein Motorradfahrer, der will dort auch einchecken. Witzig, also er kommt nachher auch. Immer gemeinsam was essen. Alles gut. Ja, und der Berggasthof liegt wohl auch wirklich auf dem Berg. Ich bin gespannt. Flup, flup. Schön. Echt schön. Wir sind keine Murmeltiere. Dafür sind wir zu weit unten. Wir haben noch Zeit, wir haben nur mit 18 Uhr. Ich will nicht wieder pünktlich so auf der Matte stehen. Das ist immer ein bisschen blöd. Deswegen halte ich nochmal gleich an. Noch eine kleine Dampfen. Auf jeden Fall ein wunderschönes Tal hier. Breger Böden. Jetzt sind wir gleich da. Boah, geil. Ich hoffe, ich habe das Zimmer zur richtigen Seite. Ach, da ist er schon. Oder? Da. So. Weiß ich mal. Weiß ich noch nicht, wo mir das Haus. Dort hin und keine Ahnung, das würde ich jetzt gleich sehen. Ja, und da ist auch schon der Berggasthof Breger Böden. Seit Mai 2023 begrüßen euch dort die neuen Pächter an Katrin und Piet. Und es war wirklich klasse, die Zimmer waren super. Das frisch gezapfte Rothauspilz war lecker und der Schnitzel sowieso. Alt bin ich an dem Abend nicht geworden und da ging's auch gleich wieder in die Falle, denn die Heimreise stand an. Ich sag daher also tschüss, bis zum nächsten Video. Ciao, tschüss.